Hallo zusammen. Heute kümmern wir uns um die Gesellschaften in Rail Nation. Gesellschaften sind ein sehr wichtiges Feature. Ihr wollt ja auch nicht alleine spielen und ihr habt viele Vorteile. So, gehen wir gleich mal rein, gucken uns an, wie der Gesellschaftsscreen aussieht. Der sieht folgendermaßen aus. Und zwar habe ich jetzt selber noch keine Gesellschaft. Jetzt kann ich mir überlegen, will ich mich bei einer bestehenden Gesellschaft, hier links seht ihr die, bewerben oder mache ich eine eigene auf? Jetzt gucke ich erstmal, weil wichtig ist immer, dass die anderen aus der Gesellschaft in der Nähe der eigenen Stadt sind. Meine Heimatstadt ist Brandon und ich gucke mal, ob in meiner Heimatstadt andere Gesellschaften sind. Da sind jetzt noch keine, das heißt, ich gründe eine neue. So, jetzt brauchen wir einen Namen für die Gesellschaft. Nehmen wir mal RN für Rail Nation, vielleicht ein bisschen kurz, RN Test. Und Heimatstadt der Gesellschaft natürlich Brandon. Beschreibungstext lasse ich jetzt mal weg. Ihr könnt noch auswählen, aus welchem Land ihr eure Spieler haben möchtet. Und ihr könnt natürlich ein Wappen erstellen. Entweder ihr macht das selber hier, Farben ändern, Symbole ändern. Oder ihr geht auf diesen Würfel hier, dann wählt ihr euch, der Rechner für euch, ein zufälliges Wappen aus. Nehmen wir mal diese schöne Wurst hier und gründen die Gesellschaft. So, jetzt seht ihr hier, wir sind auf Platz 7 mit noch 0 Prestige. Das heißt, es gibt eine eigene Wertung auch für die Gesellschaften. Und von jedem Prestigepunkt, den ihr als einzelner Spieler sammelt, geht ein Zehntel davon in die Gesellschaftswertung. Das heißt, ihr macht in einem Wettbewerb 20 Prestige, die Gesellschaft bekommt dann 2 Prestige davon. Und das von jedem Spieler und so ermittelt sich dann die Gesellschaftsrangliste. Um euch die weiteren Features und Vorteile der Gesellschaft zu zeigen, haben wir jetzt einen kleinen Sprung gemacht. Ich bin jetzt in einer größeren Gesellschaft mit 11 Mitgliedern. Und wie ihr hier seht, haben die einzelnen Spieler der Gesellschaft verschiedene Ränge. Also es gibt immer einen Vorsitz. Der Vorsitz kann Spieler zu seiner Stellvertretung ernennen. Diese Spieler haben dann gewisse Macht, die normale Mitglieder nicht haben. Also der kann zum Beispiel Spieler aus der Gesellschaft rausschmeißen oder neue aufnehmen. Das kann ein normales Mitglied nicht. So, was kann die Gesellschaft noch alles? Also es gibt hier die Zentrale. In der Zentrale wird bestimmt, wie viele Spieler und auch Persönlichkeiten, wozu ich gleich noch komme, eine Gesellschaft haben kann. Unsere Zentrale ist hier jetzt auf Level 6. Das heißt, wir können 12 Mitglieder haben und eine Persönlichkeit. Mit dem Ausbau auf Stufe 7 können wir 14 Mitglieder haben. Da wir jetzt schon 11 sind, empfiehlt sich das vielleicht, die auszubauen. Und ihr seht hier 9 Spenden, 1 Million sind nötig. 5 Leute haben schon gespendet, ich noch nicht. Hole ich gleich mal nach, 1 Million gespendet. Und ihr seht 6 Spenden jetzt. Jeder Spender erhält Prestige, wie ihr hier seht, sobald die Zentrale wächst. Ein weiteres Feature sind die Beziehungen. Also ihr könnt eine Gesellschaft als befreundet setzen und eine als rivalisierend. Befreundet heißt, wenn ihr in einem Betrieb eine Mehrheit habt, dann bekommen die anderen, eure befreundete Gesellschaft, entweder einen Bonus bei der Wartezeit, also müssen die nicht ganz so lange in dem Betrieb warten beim Aufladen, und bei der rivalisierenden Gesellschaft genau andersrum, die müssen dann länger warten. Wir haben jetzt diese Gesellschaft als befreundet und was ihr hier unten seht, heißt, dass diese Gesellschaft uns als befreundet gesetzt hat. Dann großer Vorteil sind die Persönlichkeiten. Unter allen Gesellschaften wird immer eine Persönlichkeit zeitgleich versteigert. Die Versteigerung dauert immer 3 Stunden. Und die letzte Versteigerung, die gerade vor einer Minute abgelaufen ist und wir haben es nicht gewonnen, war der Herr Kafka. Der bringt Forschungspunkte zum Beispiel alle 2 Stunden ein. Und ihr seht, diese Gesellschaft Main Rail hat ihn ersteigert für 15 Millionen. Wir haben gar nicht geboten, schade. Und hier unten seht ihr auch die nächsten Versteigerungen. Also es kommen 2 weitere Persönlichkeiten, die gleich versteigert werden. Und es gibt immer Vorteile von Warenboni bis hin zu mehr Prestige bei Stadt. Abrechnungen oder direkt Geld, also immer mal reingucken, was da gerade ist, das lohnt sich auf jeden Fall.
Dann habt ihr ein eigenes Forum für die Gesellschaft, um eure Taktiken abzusprechen. Welchen Spieler holen wir rein? Wen schmeißen wir raus? Was geht sonst so vor sich in der Gesellschaft? Da habt ihr auch einen eigenen Chat für die Gesellschaft, wo ihr das Gleiche machen könnt. Und ansonsten gibt es weitere Vorteile. Einer der größten Vorteile ist, dass ihr in der Gesellschaft euch gegenseitig die Boni auf dem Bahnhof ernten könnt. Zum Beispiel von diesem Spieler kann ich mir jetzt den Bahnhof mal ansehen und sehe, dass er keinen Bonus gerade zum Ernten hat. Gehe ich mal zum nächsten. So, er hätte jetzt hier 2, ist aber leider inaktiv und deswegen kann ich diese Boni nicht einsammeln. Aber bestimmt werde ich beim nächsten fündig. Leider auch nicht. Hier wäre es jetzt auch wieder möglich. Ich finde jetzt keinen, aber ich kann es euch trotzdem erklären. Wenn ihr den Bonus nämlich einsammelt bei eurem Freund, heißt das nicht nur, dass er das Geld oder die Prestigepunkte des Hotels bekommt, sondern ihr habt auch die Chance, ein Freilos dafür zu bekommen. Bei jedem Einsammeln habt ihr eine kleine Chance auf ein Freilos. So, gehen wir wieder zurück. So, die 2 besten Sachen der Gesellschaft sind aber mit Sicherheit einmal die Investition und die Verkettung. Die Verkettung zeige ich euch hier mal schnell. Wenn ihr in einem Betrieb zum Beispiel Waren anliefert und andere Spieler holen Waren ab, in diesem Betrieb bekommt ihr entweder beim Anliefern einen Prämienbonus oder wenn ihr die Waren dort abholt, müsst ihr nicht ganz so lange warten, bekommt ihr einen Zeitbonus. Das Ganze hängt davon ab, wie viel wird hingefahren, wie viel abgeholt. Hier seht ihr zum Beispiel, wird Holz hingefahren, Papier abgeholt und ich würde zum Beispiel 10 Sekunden weniger Wartezeit dadurch haben. Nehmen wir mal den gleichen Betrieb, um die Investitionen noch zu zeigen. Bei den Investitionen bekommt die Gesellschaft, die die Mehrheit in diesem Betrieb hält, einen Wartezeitbonus von 50%. In diesem Fall sind wir das. Das heißt, wir müssen nur halb so lange warten wie andere Spieler. Das sieht man hier oben auch. Unser Vorsitzender, der hier schon kräftig reingespendet hat, muss nur 23 Sekunden warten. Jemand von der anderen Gesellschaft hier über eine Minute zum Beispiel. Ich selber müsste 32 Sekunden warten. Würde ich einmal investieren, könnte ich die Wartezeit noch runterdrücken. Es ist immer wichtig, dass eure Gesellschaft hier diesen grünen Balken hat, dass ihr die Mehrheit habt und somit die Hälfte der Wartezeit. Und das macht sich richtig bemerkbar und wird euch auf jeden Fall weiterbringen. Die ganz cleveren Gesellschaften sprechen sich dann noch untereinander ab, sodass jede Gesellschaft in einem Betrieb die Mehrheit hat und die sich auch nicht gegenseitig streitig gemacht wird, um die Stadt möglichst schnell zum Wachsen zu bringen. Also unsere Gesellschaft ist jetzt hier für Papier zuständig, deswegen haben wir da die Mehrheit und andere Gesellschaften übernehmen dann die anderen Waren. Jetzt wünsche ich euch und eurer Gesellschaft natürlich auch viel Spaß im Spiel und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!